wunderschönen guten Tag, guten Abend allerseits. Herzlich willkommen bei WH Self Invest. Hier ist Stefan Fröhlich und ich freue mich, Sie mal wieder hier begrüßen zu können bei unserer Webinarreihe. Traditionell am Dienstag, ja immer Punkt 17.30 Uhr geht's los mit verschiedenen Themen zum Thema Trading, zum Thema Nanotrader, zu Handelsplattformen, zu Strategien, zu allem Möglichen. Haben wir ja immer wieder was beizutragen und natürlich auch gerne immer wieder mit Gästen. So auch heute freue ich mich sehr, Christian Kühn an meiner Seite zu haben. Der wird nämlich gleich darüber reden, wie der richtige Indikatorenmix im Nanotrader aussieht. Das ist also eine sehr, sehr spannende Geschichte, denn jeder, der das schon mal erlebt hat, der vielleicht eine Handelsidee im Kopf hat und dann das Ganze in seine Handelsplattform überführen will oder reinprogrammieren will oder der Plattform sagen will, wann er denn in den Markt rein will und wann wieder raus, der weiß, dass das mitunter eine sehr mühselige Geschichte sein kann, dass man vielleicht auch einfach überfordert ist im ersten Moment. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, ja, welchen Indikator nehme ich denn für dies? Wann setze ich das ein? Wie kann eine Stoppstrategie aussehen? Also all diese Fragen hat Christian Kühn auch gehabt, als er angefangen hat, seine Handelssystematiken für Indizes, Forex und Aktien, CFDs zu traden. Und er ist jemand, der ganz lange schon dabei ist, wie wir fast alle als Bankkaufmann angefangen hat. Das ist ja auch meine Karriere. War bei der Einführung der deutschen Terminbörse schon dabei. Das ist ja auch lange her, Anfang der 90er Jahre. Heute heißt das ganze Gebilde ja Eurex. Dann wechselt er in den Bereich Derivatives Trading für Zinsderivate und war da auch unter anderem im Trading selber, im Portfolio Management und im Marketing für die Kunden der Bank tätig. Und seit 2016 beschäftigt er sich auf selbstständiger Basis mit dem analytischen Trading und begann mit dem Nanotrader seine eigene Handelssysteme zu entwickeln und seine eigene Handelsphilosophie dann praktisch umzusetzen. Und ein Bild kann es auch noch nicht geben. Wir haben noch gar kein Bild, das wird aber gleich kommen. Jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, lieber Christian Kühn. Ja, Stefan, vielen Dank für die kurze Einführung. Ich möchte mich auch noch mal ganz kurz vorstellen bei Ihnen. Bin erstmal froh, dass Sie so zahlreich erschienen sind hier bei meinem ersten Webinar. Oh, das ist ja deine Premiere heute. Das ist richtig, was ganz Besonderes. Sehen Sie mir also Stottereien und irgendwelche Stocken nach. Das kann dann nur meiner Nervosität ein wenig geschuldet sein. Alles gut. Ja, der Stefan Fröhlich hat schon ein bisschen was zu mir gesagt. Ich habe mein ganzes Leben an der Börse mehr oder weniger zugebracht. Anfangs in den Bereichen des Backoffice, bin dann in den Bereich Equity Option Trading, als die Terminbörse damals startete, die DTB, gewechselt und 1996 in den Bereich Zinsderivate. Das war ein sehr, sehr neuer Markt für uns alle und ein sehr, sehr spannender Markt. Ich habe den bis 2016 gehandelt. Zinsderivate, das sind diese Produkte, die damals die Great Financial Crisis hervorgerufen haben. Aber ich war definitiv nicht daran beteiligt. So viel kann ich sagen, aber der Zinsmarkt ist ein wesentlich größerer Markt als der Aktienmarkt, das möchte ich noch ganz kurz anführen. Ein Vielfaches größer, das wissen die wenigsten Leute, aber man kann in der Tat Zinsen handeln, das geht. Mhm. Und das war mein Metier die ganze Zeit auf einer Portfolio-Management-Basis und Trading-Entscheidungen dort werden in aller Regel durch eine Fundamentalanalyse getroffen, durch eine geopolitische Analyse. Die Einflüsse der Zentralbanken spielen dort eine Rolle. Normale innerpolitische Geschichten spielen dort eine Rolle. Und natürlich als einer der großen Determinanten für eine Zinsbewegung auch Angebot und Nachfrage. Man soll es kaum glauben. Und wenn man sich diese Dinge ins Gedächtnis gerufen hat, formuliert man eine Idee, strukturiert sein Portfolio und lässt es laufen. Das ist eine relativ träge Geschichte und man ändert das nicht so von einem Tag auf den nächsten. Wir hatten aber in der Bank auch ein sogenanntes Risk-Mandat, das heißt, wir durften ein bisschen durch anderes Trading nebenbei während des Tages unser Ergebnis ein wenig verbessern. Und da spielte dann damals schon für mich auch der analytische, ich mache mal den Bildschirm an.
Ja, damit das nicht so leer ist jetzt Genau. hier, dachte ich mir, können wir schon mal so ein bisschen den Nanotrader wenigstens zeigen. Ja, Genau. genau. Da spielte der analytische Ansatz eine Rolle. Ich hatte dann auch mein eigenes Trading-System in Anführungsstrichen kreiert. Man konnte das damals mit dem Extrahieren von Daten in Excel hinein. Und das war allerdings ein System, was so Bender-Scalping war. Oben an Band dran und dann oben verkaufen. Und wenn der Markt nach unten gedotzt ist, auf irgendein Band dort kaufen. Das hat auch eine Weile funktioniert, aber es funktioniert eben nur dann, solange der Markt in einer engen Range handelt, wenn der Markt anfängt, sich zu bewegen und einen Trend aufnimmt und Fahrt aufnimmt, dann hat man mit diesen Systemen keine Chance mehr. Ich habe dieses System allerdings dann mit in meine Selbstständigkeit genommen und habe gemerkt, dass es im selbstständigen Bereich mit dem Einsetzen eigenen Kapitals überhaupt nicht funktioniert hat. Und das war doch sehr niederschmetternd, habe mich aber dann gefragt, warum ist das Ganze so? Und über viel Studium von Lektüre, YouTube-Videos und so weiter, habe ich dann mir meine Gedanken gemacht und dann letztendlich dazu übergegangen, ein anderes Trading-System zu basteln. Und diese Herangehensweise daran, die möchte ich Ihnen einfach mal vorstellen. Vieles haben Sie mit Sicherheit schon gesehen. Ihr Kenntnisstand ist unterschiedlich hier und da, von Experte bis hin zu Novizen, würde ich sagen. Und trotzdem habe ich mir gedacht, als ich mit dem Herrn Fröhlich darüber sprach, wir fangen einfach mal von vorne an. Auch welche Möglichkeiten der Nanotrader letztendlich gibt, der für mich extrem wichtig war. Denn der Nanotrader hat, weil ich kein Programmierexperte bin, mir über diese Codierungssprache Express die Möglichkeit gegeben, das doch relativ zügig zu lernen und das auch so umzusetzen, wie ich ganz gerne mir ja, so ein Trading-System einfach vorstelle. Auch hat das für mich natürlich einen Moment gedauert, bis ich dort hineingekommen bin in diese ganze Geschichte. Aber ich wollte nicht von einem externen Programmierer abhängig sein, der irgendeinen Algorithmus, den ich kreiert habe oder irgendeine Indikatorenlandschaft, die ich kreiert habe, mit der ich nicht zufrieden bin, den ich dann anrufen muss und der eventuell wandern ist oder im Fußballstadion oder wie auch immer. Deswegen war es mir wichtig, so autark wie möglich zu sein. Und ich habe mich dann da hineingearbeitet. Und ja, wie gesagt, angefangen mir über mein neues Handelssystem Gedanken zu machen. Ich bin dann irgendwann auf einen australischen Trader gestoßen, in irgendeiner Nacht- und Nebelaktion beim Stöbern durch irgendwelche Videos und der hat mir die Augen geöffnet, was Moving Averages betrifft. Und wie gesagt, das sind simple Dinge, aber ich möchte sie Ihnen ganz gerne eben auch mal jetzt hier zeigen, anhand von dem, was ich dort gebastelt habe. Vorab Super. möchte Ja, vielleicht noch mal ja. ganz kurz, damit wir mal eine Idee bekommen, wie unser Auditorium hier zusammengesetzt ist. Wie gesagt, Sie sind ja heute wirklich zahlreich am Start. Also vielen Dank dafür auch noch, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier bei uns zu sein. Ich mache mal meine berühmte Umfrage. Wann haben Sie mit dem Live-Trading angefangen? Vor mehr als 4 Jahren, letzten 3 Jahren oder ich trade im Moment nicht an den Märkten. Das hat dann nichts mit dem Erfahrungsgrad unbedingt zu tun, aber gibt uns auch noch mal Aufschluss, dass Sie gerade eine Pause machen oder vielleicht auch noch im Werden sind, also praktisch im Wechsel vom Demo auf ein Live-Konto. Und dann haben wir mal so eine Idee, wie denn das hier ausschaut. Im Moment haben wir ja großen Teil, also sehr erfahrene Trader hier am Start, wenn ich das so richtig sehe. Genau, 74% haben jetzt auch mit abgestimmt. Vielen Dank. Dann zeige ich mal das Ergebnis. Also, vor mehr als 4 Jahren 28%, in den letzten 3 Jahren 44% und im Moment nicht an den Märkten tätig sind. Immerhin bemerkenswerte 28%. Da hatten wir auch schon niedrigere Werte in den letzten Wochen. Also, es war sogar bei 18, 15, 18%. Also, auch hier sieht man, dass ja die Märkte ja auch gerade so ein bisschen hin und her gehen, auch in größeren Ranges wieder und auf einmal auch wieder neue Höchststände kommen, ne? Also das ist gar nicht so easy, das Umfeld im Moment. Insofern kann das dann auch das erklären, dass man einfach sagt, nee, da mache ich mal einen Moment Pause. So, ja, dann Feuer frei, würde ich sagen. Feuer frei für mich. Ja, ich Genau. habe natürlich auch in meiner ganzen analytischen Zeit hier, und die hat immerhin von 2016, habe ich angefangen, eine ganze Weile eine Weile gedauert, Entschuldigung, dachte, was ist denn der richtige Timeframe? Und ich habe mit allen möglichen Timeframes experimentiert, mit der Minute, mit den 2 Minuten, den 3, den 5, den 7, den 9, 15. Bei mir war letztendlich alles dabei und ich habe
um der Feuer-frei-Analogie ein bisschen gerecht zu werden, in alle Richtungen geschossen. Aber ich bin nicht zu einem für mich befriedigenden Ergebnis gekommen. Und irgendwann dachte ich, ich nehme die 3 Minuten, weil die 3 Minuten liegen irgendwo mittendrin. Und das muss ja dann passen. Habe aber auch keine vernünftigen Ergebnisse bekommen in den 3 Minuten. Habe mich dann gefragt, warum ist das so? Und das Einzige, was mir eingefallen ist, ist eine relativ einfache Geschichte. Die 3 Minuten haben wenig gemeinsame Vielfache mit den 5, den 2 und den 1. Das heißt, wenn man die Uhrzeit mal nimmt, wenn ich ab Minute 3 ein Signal bekomme, dann sind die 5 noch am Schlafen, die 2 sind gerade mal durch. Und ich habe dann immer gemerkt, wenn die 3 Minuten mir ein Signal gezeigt haben, war das sehr, 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 sehr träge. Wahrscheinlich mussten die 5 Minuten erst kommen, sprich die Trader, die 5 Minuten handeln, die das ganze Ding anschieben. Und so bin ich nach und nach dann ein Freund der 5 Minuten geworden. So ist es in der Tat, weil ich mir gedacht habe, ja, die 3 Minuten 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, da findet man mit den anderen Minuten. Und es gibt ja massig Trader da draußen, die in allen möglichen Zeitintervallen handeln, dass die Schnittmenge wahrscheinlich nicht so groß gewesen ist. Aber als Frühindikator hat das damals getaugt, das muss ich sagen. Das heißt, wenn man mal long ist und die 3 Minuten zeigen einen Short an, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, schon mal rauszugehen aus der Position. Umgekehrt genauso, wenn man im Short ist und die 3 Minuten zeigen den Long an, geht man vielleicht mal raus oder zieht den Stopp ein bisschen enger. Ich habe allerdings meine ganze analytische Arbeit hier, und das ist das, was ich Ihnen heute auch zeigen möchte, auf die 5 Minuten konzentriert. Und in der klassischen algorithmischen Theorie gibt es ja dann immer diesen sogenannten Hauptchart, Guidance Chart, und dann gibt es die Untercharts. Das, was ich Ihnen hier jetzt zeige oder was wir basteln, das sind die 5 Minuten. Das ist aber, das möchte ich vorab noch anführen, nur ein Teil meiner Arbeit, meine Trading-Entscheidung. Ich vergleiche die 5 Minuten noch mit der Minute. Meine Trading-Entscheidung findet über die 20 Sekunden statt. 20 Sekunden gibt im Übrigen nicht viele Anbieter, die 20 Sekunden hier anbieten. Von daher auch wieder der Nanotrader für mich das prädestinierte, die prädestinierte Plattform, weil das dort letztendlich möglich ist. Aber Sie haben unterschiedliche Kenntnisstandards, die meisten sind erfahren. Ich fange trotzdem einfach mal an. Ich habe hier für Sie den Dow Jones. Ja, den sehen Sie hier ganz normal. Am Ende, wird man schon mal rein, soll das ganze Ding so aussehen, wie es hier gerade hinten, wie es hier gerade aufgetaucht ist. Aber fangen wir einfach mal an. Das sieht im Moment ziemlich wirr aus hier, diese ganze Geschichte. Man kann hier einen Trend erkennen, hier Seitwärtsmarkt, aber für eine Trading-Entscheidung reicht mir das natürlich nicht. Das heißt, irgendwo müssen wir uns die ganze Sache ein wenig sichtbar machen. Und kurze Frage vielleicht noch, Christian. Du machst das ja jetzt mit dem CFD als Beispiel. Das wäre auch natürlich mit Futures umsetzbar, denke ich mal, ne? Das ist mit allem umsetzbar, auf jeden Fall. Ich möchte nur eins, weil du das gerade angesprochen hast, noch anschicken. Ich habe durch meine Zinsderivate-Tätigkeit hauptsächlich den Bund Future gehandelt. Ich habe aber gemerkt, dass der Bund Future für mich nicht mehr das optimale Produkt gewesen ist, denn die Zentralbank hat den Finger auf der Zinsentwicklung früher, als es 4% Zinsen gab, die dann mal auf 3% gegangen sind oder hoch auch 5. Da war der Bund Future Handel ganz anders, auch mit Optionen im Hintergrund und so weiter. Seit Jahren bei Null ist der Leitzins, ist im Bund Future auch nicht mehr viel los. Das heißt, die Welt ist schwer, den zu handeln, das stimmt. Ein bisschen rausgenommen. Ich habe aber dann probiert, und das war anfänglich auch ein Fehler von mir, dieses System, was ich eingangs erwähnte, mit den Bändern zu adaptieren auf den DAX, auf Gold, auf Euro-Dollar, auf Pfund-Yen, und habe festgestellt, das funktioniert nicht, weil diese Märkte unterschiedliche Volatilitäten haben. So, da bin ich letztendlich weggekommen von dem Bund Future. Sprich, das, was ich hier zeige, hat zwar schon eine Allgemeingültigkeit, aber diese Stellschrauben der einzelnen Variablen müssen ein bisschen angepasst werden. Ich habe für mich den DAX oder auch die amerikanischen Aktienmärkte als die Märkte ausgemacht und auserkoren, die ich ganz gerne handeln möchte. Wenn ich das jetzt auf Euro-Dollar übertrage oder auf Kabel, sprich Pfund-Dollar, dann muss ich mich schon ein bisschen da bemühen, mal 2 oder 3 Tage handeln, um zu gucken, ob das, was ich gebastelt habe, von den Variablen her, auch wirklich so passt oder ob ich nicht einfach ein bisschen adjustieren muss. Denn nicht jeder Markt handelt gleich. Aber die Grundstruktur,
die ist natürlich die gleiche. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das heißt, man kann das handeln. Ich empfehle nur jedem, sich für sein spezielles Marktsegment, für das er sich interessiert, einfach mal mit der Algorithmik ein paar Tage lang ohne zu traden zu beschäftigen, damit man die Spezifika eines Marktes und die Besonderheiten eines einzelnen Produktes mal rauskriegt und die kennenlernt. Und ich habe das dann für den DAX gemacht und auch hier für den Dow Jones und bin damit eigentlich auch ganz gut gefahren, weil der Algorithmus selbst oder eine Indikatorengruppe sagt einem vielleicht irgendetwas an, aber man kriegt eben auch durch das, was man sieht, so ein bisschen ein Gefühl, ob das Sinn macht oder eben auch nicht. Also über die reine Algorithmik hinaus spielt natürlich auch das persönliche Gefühl ein bisschen eine Rolle. Wobei, und dann fange ich sofort an, ich das bei mir mehr oder weniger zu 99% eliminiert habe. Als ich aus dem Portfolio-Management-Ansatz kam, habe ich gedacht, der Markt geht hoch. Da war ein Short für mich unmöglich. Und wenn mein System einen Short angezeigt hat, habe ich den sogar, einen Long angezeigt hat oder einen Short angezeigt hat, habe ich den sogar konterkariert, weil ich gesagt habe, es kann nicht sein. Ja, es geht nicht. Also von diesem fundamentalen Ansatz wegzukommen zu einem zum großen Teil gesteuerten analytischen Ansatz mit dem Beiwürzen deiner eigenen persönlichen Meinung. Das ist schon wichtig. So, ich habe jetzt hier ein Moving Average hier drin und ich nehme jetzt hier mal die 55 und wenn man hier draufklickt, das sehen Sie hoffentlich alles mit der Visualisierung, kann man das schön dicker machen. Plötzlich bekommt dieser Chart hier ein bisschen mehr Struktur. Ja. 55, die 55, Trader sind abergläubig und es gibt viele, die sich an dieser Fibonacci-Reihe, dieser Mathematiker, dieser italienische Mathematiker orientieren, wo man letztendlich die Summe der vorhergehenden Zahlen die Summanden, die entsprechende Summe ergibt. 1 und 1 ist 2, 1 und 2 ist 3, 2 und 3 ist 5. Und so kommt man eben über die 8, 13, 21, 34 zur 55. Man kann natürlich auch die 50 nehmen. Ich denke nicht, dass die Ergebnisse signifikant unterschiedlich sind, aber viele machen das eben. Und hier sieht man eben unterhalb des Moving Average mache ich nichts, zumindest nicht hier auf der Kaufseite. Das heißt, ich orientiere mich, wenn er oben oberhalb ist, den Käufen, wenn er unterhalb ist, grob drunter. Aber es gibt eben auch diese Ausreißer hier, wo ich mich dann frage, ja, was macht er denn, der Markt? Hat schon eine hohe Trefferquote, es wird auch sehr anschaulich, das Ganze, aber es reicht eben noch nicht. Sprich, ich bastel mir einen zweiten Moving Average. Das, wie gesagt, hat mir, Sie werden vielleicht lachen, weil es für viele einfach erscheint, aber ich habe diese ganzen Schulungsvideos dieses Australiers von vorne bis hinten mir durchgeschaut und der hat Moving Average Handel einfach für sich zur Perfektion gebracht und ich habe da eine ganze Menge von dem letztendlich mitgenommen. Ne? Moving Average nochmal Exponential. Als Sentimentor schließen. 21 ist eine Fibonacci-Zahl. Ups. Visualisierung. So, sieht das Ganze noch ein bisschen besser aus. Immer wenn die 21 über der 55 handelt, wird der Long sozusagen hier ein bisschen verstärkt. Umgekehrt ist es genauso, wenn er drunter fällt, die 21 die 55 schneidet, finden wir uns im Short-Modus. Das läuft auch ganz gut und plötzlich bekommt das Bild noch ein wenig mehr Struktur, in welche Richtung wir denn handeln und in welche Richtung wir gehen können. Hier ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, dass man hier einen Ausreißer nach oben hat, hätte man jetzt hier diesen 21er nicht, würde man vielleicht sagen, okay, der Markt geht hoch, wir gehen auf die Long-Seite. 21 hat aber hier noch nicht richtig geschnitten, also lassen wir den Long auch weg und konzentrieren uns weiter in solch einem Falle auf den Short. Wenn man hier ein bisschen zurückgeht, findet man da schon eine ganze Menge Beispiele. Aber Sie sehen, es ist relativ einfach, solange diese Konstellation
gegeben ist, handeln wir den Long. Wenn diese Konstellation gegeben ist, handeln wir einen Short. Und so haben wir schon unser erstes klitzekleines Handelssystem. Das haben wir gebastelt. Jetzt habe ich mir gedacht, immer nur zu gucken und rein zu zoomen, das ist nichts für mich. Ich möchte das ein bisschen visualisieren, diese ganze Geschichte, und habe mir einen Indikator gebastelt. Das sind meine ganzen Indikatoren, ich weiß nicht, ob Sie das sehen, die ich über die Jahre hinweg... Also da hast du schon einiges programmiert, würde ich mal sagen, ja? Ja, da ist einiges programmiert worden. So, jetzt muss ich den mal suchen. Hier, dieser Signal Cross. Den gebe ich im Subfenster ein, aber als Filter. Als Filter gibt er mir eine Hintergrundfarbe, die ich bestimmt habe innerhalb des Codes, die besagt, wann bin ich im Long und wann bin ich im Short. Wenn ich das jetzt mache, sieht man, schließen, mit der roten Hintergrundfarbe bin ich im Short, mit der gelben bin ich im Long. Damit sehe ich auf den ersten Blick, ohne mir jetzt die Moving Averages anschauen zu müssen, wie denn der Markt im Moment sich gerade befindet und welche Handelsentscheidungen ich zu treffen habe. Das heißt, hier oben kommen für mich Shorts nicht in Frage, hier unten kommen für mich Longs nicht in Frage. Und damit, wenn man sich das dann so im Zeitstrahl anschaut, wird das besser und besser. Aber klar, kein System ist perfekt. Hier gibt es ein paar Momente, wo man ein bisschen nachdenken muss, aber da kommen wir noch hin, wie man die eben auch rausfiltrieren kann. Also 21 über 55 ist ein Long, 21 unter 55 ist ein Short, und damit muss das im Englischen das Stacking der Moving Averages, also die Anordnung der Moving Averages, die muss richtig sein. Hier sieht man auch ganz schön, wie der Markt doch eben mal wieder diesem 21er folgt. Ja, wenn mal der Cross hier passiert ist, und das ist eben das, was ich programmiert habe. Anders, also das Ding heißt MACD, aber ich habe es eben so programmiert, dass die Nulllinie die Linie ist, die mir vorgibt, ob ich im Long oder im Short bin. Es gibt ja auch MACDs, die dann, wie Sie hier, ich mache es mal ein bisschen größer, die dann hier crossen und dann schon den Long anzeigen. Das mache ich aber nicht. Ich möchte rein nur ein rein positives Ergebnis oder ein rein negatives Ergebnis haben. So, das ist aber jetzt nicht 100% korrekt, denn das ist die Standardeinstellung für den MACD. Ich muss die natürlich erweitern, hier auf die 55, auf die 21. Und ich nehme eine 3. Für mich ist das keine Signal Line, diese 3. Für mich ist das nur ein Smoothing, um mich in so ein, wie hier unten, wie Sie das vielleicht sehen, in so kleine Spikes hineinzulaufen und hineinzurennen. Also die MACD-Formel letztendlich, aber man kann das wunderbar, ich zeige es Ihnen hier, wenn man den Code aufmacht, man kann sich das wunderbar programmieren, auch hier mit den Farben und allem drumherum. Also er bewegt sich immer relativ nah an dem goldenen hier. Die Australier oder die Angelsachsen nennen das Follow the Gold im Übrigen. Also von daher hat es auch so eine gewisse, die Farbgebung kommt bei mir auch nicht von ungefähr, denn ich habe mir viele dieser Analogien eben auch farblich umgesetzt. Ich brauche aber trotzdem noch was Drittes, um noch ein wenig sicherer zu sein. Und dafür habe ich mir, und das wird für viele kein Wunder sein, einen weiteren Moving Average ausgesucht. Einen exponentiellen hier im Masterchart. Und zwar den Achter. Auch eine Fibonacci-Zahl. Im Angelsächsischen wird der Achter gerne als King 8. als King 8 ist ja auch schön. Als King 8 bezeichnet. Ja, über dieses ganze Videostudium habe ich eine ganze Menge gelernt. Dinge, die mir vorher so in der Form Entschuldigung, der ist außerhalb des Bildschirms. Auf Visualisierung mache ich das immer ein bisschen dicker, das Ganze, damit man das eben auch sieht. Ja. Hier bekommen plötzlich diese Indikatoren oder diese Moving Average Welt noch eine zusätzliche Bedeutung, denn solange der 8 über 21 und 21 über 55 handelt, sind wir im Long, aber hier beispielsweise ist so der Punkt gekommen, wo sich der 8er unter den 21er geschoben hat. Und ich glaube, dass das eine gute Möglichkeit ist, noch eine zusätzliche Bedingung, eine Nebenbedingung da reinzumachen und zu sagen,
Ich möchte da nicht handeln. Ich möchte nur handeln, wenn die sozusagen alle drei in der gleichen Richtung übereinander liegen. Also alle drei positiv sind oder alle drei negativ. Und dann mache ich eben wieder meinen selbstprogrammierten MACD mit dem Cross, den ich Ihnen eben gezeigt habe, hier. Und zwar diesmal auch als Filter. Und gebe hier die, das ist der, ja, die 21, die 8. Ist das die 8? Und die Ja, 3? genau. Also 21,8 lese ich auch, ja. Ja, die 3 kommt irgendwie nicht. Okay, jetzt müsste sie aber kommen. So, genau. Und sofort ändert sich die Hintergrundfarbe. Die ist also nicht mehr grün oder gelb in dem Fall, sondern sie ist grau. Das heißt also, durch diese Filterkomponente ist hier der Kauf ausgeschlossen. Der Kauf existiert allerdings noch für die 2155er Variante. Damit konterkarieren die sich und das Ding geht in grau über. Das heißt, grau ist eine No-Trade-Zone, wie man das Ganze so schön, wie man das Ganze so schön nennt. Denn da lasse ich die Finger weg. Denn die Trader, die sich nur auf diesen 21,8er spezialisieren, gehen hier short, die anderen gehen hier long und dann gibt es eben so eine riesengroße Battle und das möchte ich letztendlich nicht. Ich möchte, dass alle auf der gleichen Seite sind, weil dann bin ich mit den anderen oder mit der Majorität der Leute eben auch auf der anderen Seite. Und damit bekommt dieses ganze Bild, was wir anfangs als sehr nacktes Bild gesehen haben, noch ein bisschen mehr Struktur, denn ich kann dann auf den ersten Blick, wenn ich das morgens aufmache, schon sehen, aha, hier ist der Markt hochgegangen, hier ist er tendenziell runtergegangen. Zwar ist mal eine graue Fläche dazwischen drinne, aber ich weiß, hier beginnt er sich im Kaufmodus, Verkaufmodus, hier sind Seitwärtsbewegungen drin, aber ich kann auf den ersten Blick über den Nanotrader sehen, wo wir uns gerade befinden. Und um der Aktualität mal so ein bisschen beizukommen, ja, im Moment ist das Wall Street, der Dow. Seit heute Morgen um 3 Uhr im Prinzip ist er im Sell. Gestern hat er hier ein wunderbares Signal gegeben, war aber nach der Eröffnung oder kurz vor der Eröffnung in der Vormittagssession morgens, das sehen Sie hier, war er auch im Verkauf und dementsprechend würde ich, wenn ich auf den Knopf drücke, hier mir nur Sell-Signale suchen und hier nur Kaufsignale. Und ich wiederhole mich gerne, Sie haben das alle schon gehört, aber es ist durch die Visualisierung meiner Meinung nach, also für mich persönlich zumindest, eine große Hilfe, mal einfach zu sagen, okay, das ist schon mal ein kleines, wie soll man sagen, ein Trading-System, basierend auf Moving Averages alleine. Das kann man relativ einfach basteln, es gehört auch nicht viel dazu, hier den MACD da ein bisschen abzuändern. Aber für mich ist das eine mehr als eine Stütze. Und wie ich Ihnen vorhin erzählt habe, ist das mein Guidance-Chart. Das heißt, ich orientiere mich daran. Man könnte das Ganze, man kann das hier oben machen, beispielsweise auf die 10 Minuten portieren, dann wird es vielleicht hier, vielleicht kann man das ein oder andere dort ausschließen. Sie sehen aber auch, also auch ein 10-Minuten-Trader könnte hingehen und könnte das so benutzen. Die Moving Averages sind ja letztendlich standardisiert. Ob man die dann in der gleichen Höhe benutzt oder nicht, das ist eine andere Sache. Dem Achter auf die 5 Minuten, um das nochmal zu sagen, kommen natürlich dahingehend eine gewisse Wichtigkeit zu. Ist auch ganz charmant, wenn man sagt, der Achter auf die 5 Minuten, 5 mal 8 ist 40. 40 auf die 1 Minute ist der 40er Moving Average. Es ist der 20er Moving Average auf die 2 und der 10er auf die 4. Und der Markt mag eben ganz gerne solche runden Zahlen auch. Und von daher in diesen, und es ist der 10, es ist der, 5 mal 8 ist 40, genau, auf die 10 Minuten wäre es der 4er. Na gut, kann man darüber diskutieren, aber man verbindet mit dem oder kombiniert mit dem 8er Moving Average so ein paar andere Runde in anderen Timeframes, was auch ja, wie ich finde, eine gewisse Wichtigkeit hat. Man sieht das eben hier auch schön, wie Sie das, die Eröffnung war hier. Als der Achter wieder unter den 21er gegangen ist, hat sich der Markt erstmal nach unten verabschiedet. Er hat zwar diesen massiven Spike gemacht und jetzt könnte man sagen, oh, ist er jetzt long oder nicht, aber wir sehen, die Moving Averages sind immer noch in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, man lässt von den Longs erstmal einfach die Finger weg.
Und auch hier, als er runter ist, hat er sich wieder hier an den Achter dran genähert, ist runtergegangen. Er ist wieder hoch an den Achter beziehungsweise an den 21er und ist dann runter. Das sind, wie ich finde, sehr gute Indikatoren. Aber das reicht mir eben auch noch nicht. Und ich habe mir überlegt, was kann man denn sonst benutzen? Was benutzen Algos? Algos müssen ja Roboter, die werden programmiert. Irgendwas müssen die ja benutzen. Und habe da auch lange, lange gesucht, bis ich dann auf den guten alten Supertrend als Indikator gekommen bin. Im Angelsächsischen heißt der ATR Flip, weil der Supertrend ein Indikator ist, der sich an den Average True Ranges orientiert, eine True Range, um bei dieser Candle zu bleiben, ist das Low zum High. Eine Average True Range ist sozusagen der Durchschnitt, selbstgewählte Durchschnitt, ob es ein 10er, ein 5er, ein 20er oder was auch immer ist, dieser True Ranges zu einer Average True Range. Und was der Supertrend macht, ich mache ihn den Supertrend hier mal hinein, und zwar meinen Supertrend, den ich mir gebastelt habe. Und Sie können auch hier sehen, dass ich mir ungefähr 70 Supertrends gebastelt habe, bis ich den richtigen gefunden habe. Das ist der da. Den mache ich Ihnen da mal rein. So. Dieser Supertrend sucht sich jetzt hier die True Ranges der zwei Perioden. Das ist mir ein bisschen wenig. In vielen Videos und in irgendwelchen, ja, Diskussionen mit anderen Tradern geht man eben immer von der runden Zahl aus. Die meisten nehmen eine 10, kann auch eine 11 nehmen oder eine 9. Bleiben wir einfach mal bei der 10. Und standardmäßig sind hier, das habe ich mal so eingegeben, zweieinhalb Average True Ranges eingegeben. Was also passiert ist, dass gemäß dieser Formel, der Formel, die ich mir zurechtgelegt habe, ich meine, der Nano-Trader-Supertrend läuft ein bisschen anders, aber was viele machen ist, sie sagen einfach, das ist eine schlechte Candle, um das zu erklären. Aber man muss es wahrscheinlich an. Nehmen wir diese Candle hier. Hier hat er von grün auf rot geschaltet. Das heißt, High durch Low durch 2, das ist sozusagen mein Referenzwert. Und auf diesen Referenzwert werden zweieinhalb Average True Ranges, die wir hier definiert haben, zwei Zehner, die werden draufgeschlagen. Und das ist sozusagen das Level. Wenn der Markt jetzt weiter runtergeht, dann sucht er, und dieses Level hier ist das Max-Level. Das kann nie nach oben gehen, so wie der Grüne nie nach unten gehen kann. So, das heißt, der rechnet jetzt jedes Mal neu. Von diesem Punkt hier zweieinhalb nach oben. Wenn sich da nicht besonders viel getan hat, bleibt das gleich. Eventuell wäre der hier plus zweieinhalb sogar hier oben, aber den hat er hier gekappt. Das ist in dieser Formel so eingegeben. Und je weiter der nach unten geht, desto mehr geht der Supertrend eben einfach mit. Und Also nur als Hinweis, der Supertrend im Nanotrader in den Standardindikatoren ist von der Originalformel, ne? Also von dem Entwickler des Supertrends reinprogrammiert. gut, ja, weil es gibt einige, die sagen High durch Low, durch zwei, andere nehmen hier nur das Low, andere nehmen das High. Und es kommt eben auch darauf an, in dem Supertrend, wann ist der Supertrend gebrochen? Da gibt es einige, die sagen, also wann, im Englischen heißt der ATR Flip, also der ATR Flip von einer Farbe auf die andere, wenn er hier gebrochen ist. Das heißt also, wenn diese Differenz unterhalb von diesem ist, dann springt er um und zeigt letztendlich den Short an. Ich habe es für mich so programmiert, dass nicht nur, um hier diesen Bruch mal zu sehen, ich habe es für mich so definiert, dass es für einen Bruch nach unten eine Down Candle sein muss. Und das Closing muss letztendlich auch unterhalb Ah, okay, also die Candle-Farbe spielt auch eine Rolle, weil ich hatte mich schon gerade gewundert, dass er da nicht geflippt ist an der einen ja, Stelle. das habe ich mir so programmiert und ich habe auch über Okay. meine ganze, sagen wir mal, dieses Anschauen der Märkte und ständig tagtäglich am Markt dabei zu sein, festgestellt, dass die Trefferquote hoch ist. Das ist nicht sakrosant und in Stein gemeißelt, aber ich persönlich möchte, dass er gebrochen wird durch eine Down Candle, und zwar die Mitte wäre hier. Er muss das Closing machen, das muss drunter sein, die Mitte muss auch drunter sein. Diese Bedingung wurde hier nicht erfüllt und dann bekomme ich eine Up Candle und ich tue mich schwer damit, in einer Up Candle ein Uptrend zerstört zu sehen.
Ja, deswegen habe ich das in der Formel hier im Supertrend für mich. Und deswegen hatte ich Ihnen auch gezeigt, wie viel ich da durchprogrammiert und probiert habe. Ich habe das für mich so definiert und ich fahre damit, wie ich finde. Und meine Ergebnisse zeigen es auch sehr, sehr gut zu sagen, ich gehe nicht. Für mich ist der Supertrend hier noch nicht zerstört. Okay, super. So, jetzt ist mir aber aber ganz, ganz kurz, ja, Sie sehen also auch hier, wenn der Supertrend, wenn die Preise oberhalb des Supertrends sind, dann geht es schwerlich nach unten, auch wenn die Moving Averages entsprechend ihre Ordnung haben, wie hier zum Beispiel. Ne? Na, hier nicht mehr ganz. Hier ist die Ordnung auch kaputt gegangen durch den 21er, 8er über dem 21er. Deswegen ja auch der graue Hintergrund. Ich kann mir nur vorstellen, dass Algos eben genau so rechnen. Die sagen, wenn ich hier im Gelben bin und der Supertrend zeigt es mir letztendlich auch noch an, dann bleibe ich long. Dann bin ich im Long. So, dann reite ich das Ding sozusagen von dem Moment, wo ich reingehe, über die Entry-Signale. Und da halten wir uns heute noch nicht, denn die Entry-Signale werden bei mir, wie ich Ihnen vorhin gesagt habe, über die Minute und über die 20 Sekunden generiert. Das ist für mich nur die grobe Richtung und auch die groben Einstiegssignale. Oh, und da sieht man eben schon, die Kombo aus diesem Ganzen hat eben auch eine sehr, sehr gute Trefferquote. Und er hat sich auch hier, das ist deswegen deine Frage eben, Stefan, er hat hier den Supertrend auch nicht kaputt gemacht, weil diese Kombination oder diese Nebenbedingungen, die ich gesagt habe, nämlich das High durch Low plus Closing kaputt sein müssen. Hier hat er eine Down Candle gemacht und ist drunter gegangen. Deswegen hat er das Ding. Deswegen hat er das Okay. Ding. So. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass mir diese zweieinhalb ein bisschen zu weit sind. Ich habe durch Trial and Error über viele Stunden und Nächte lang für mich herausgefunden, ich mag die 1,2. Die 1,2 mag ich deshalb gerne, weil die sehr stark, aber mir jetzt gerade gebimmelt, da die vier sta sehr stark mit den 4 Minuten eine Minute korrespondieren. Und das ist dann schon so eine runde Zahl auch auf die Minute hin. Und ich trage den 1-Minuten-Händlern auch so ein bisschen Rechnung bei dieser ganzen Sache. Um jetzt zu meinem Trading, und hier sehen Sie es wunderbar, hier in diesem Punkt, er hat den Supertrend gebrochen, auch wenn das Stacking der Moving Averages, ja, die Ordnung noch okay war, spielt der Supertrend hier schon eine Rolle. Und er dotzt relativ häufig hier an diesen 1-2er dran. Und wie ich Ihnen gesagt habe, das war nicht irgendwelche Mathematik, sehen Sie das hier auch, er dotzt da dran, hier auch. Beispielsweise, das war nicht irgendwelche Mathematik, das war einfach immer nur ausprobieren. Was passiert bei einer 1,2? Was passiert bei einer 1,3? Hier können Sie es auch wunderbar sehen, wie er da drauf geht und dem Ding folgt. Ich bleibe also im Long, solange diese Bedingung erfüllt ist und gehe dann raus, spätestens wenn der Supertrend gebrochen ist. Diese 1,2, diese Wichtigkeit der 1,2 sehen Sie auch dadurch, dass er hier. Das war gestern Abend, egal, auf die andere Seite gegangen ist und der Supertrend oben sozusagen den Deckel gespielt hat, dieser 1-2er. Ja, da ist er dann nicht mehr drüber gegangen, auch wenn die Hintergrundfarbe noch gelb gewesen ist. Er hat da keine Kraft mehr gehabt. Also für Umkehrpunkte ist das mitunter gar nicht so verkehrt. Ich würde hier zum Beispiel, hier sehen Sie es auch, das Stacking der Moving Averages ist noch zu 100% intakt. Er tut sich aber schwer, hier nach unten durchzukommen. Er kam erst nach unten durch, als der Boden hier gebrochen ist. Ja, sprich, dieser Supertrend kaputt war. Für mich ein Indiz dafür, dass es draußen genügend Leute gibt, die diesen Supertrend in ihren Algos, in ihren Robos mehr oder weniger mit eingebaut haben. Und nichts ist einfacher als den Supertrend. Denn der Supertrend sagt ihnen einfach nur aufgrund der Bedingungen, über die wir gerade eben oder ich hier gerade gesprochen haben. Wann flippe ich? Mit welcher Bedingung? Entweder High-Low reicht oder High-Low-Close, muss eine Down-Candle sein, wie auch immer. Aber der Markt macht das eben. Und dann geht es manchmal, nicht immer, aber manchmal sehr häufig in die andere Richtung. Ja? Und Super.
Das. Ich würd gerne noch mal ganz kurz Ja. eine Frage stellen. Und zwar, das ist ja jetzt wirklich sehr anschaulich, hast du super anschaulich erklärt. Auch mit dem Nanotrader haben wir gesehen, welche Möglichkeiten man hier hat, das schön zu visualisieren, das auch wirklich nachverfolgen zu können, es auf den Punkt zu bringen über Express, dass man genau die Formeln umsetzen kann, die man gerne möchte, also auch die Bedingungen, die man da im Kopf hat. Und deswegen eine Frage ans Publikum. Vielleicht haben Sie auch mal Interesse, das auch zu lernen. Ja? Haben Sie Interesse an einem Plattform-Coaching? Wenn Sie noch nicht Kunde bei uns sind und jetzt ein Konto eröffnen wollen, dann ist jetzt die Zeit gekommen, auf den Ja-Knopf zu klicken. Ja, also die Frage, haben Sie Interesse an einem Plattform-Coaching bei Kontoeröffnung? Werden Sie Kunde bei WH SelfInvest? Werden Sie Kunde vom Nanotrader? Dann bitte Ja einklicken und bitte auch die Telefonnummer in den Chat eingeben, sodass ich dann auch mit Ihnen Kontakt aufnehmen kann, weil sonst ist das ja relativ sinnlos. Super, da wird schon fleißig geklickt, sehe ich. Sehr gut. Alles klar. So, dann sage ich mal 3, 2, 1. Dankeschön. Ja, so, jetzt du wieder. Ich wieder. Hier über diese 1-2 definiere ich meine Einstiegsregion. Ich möchte eben, dass diese Hintergrundfarbe stimmt und ich möchte, dass er nach einem Ausbruch an den Supertrend rangeht. Denn wenn der ATR flippt und die Algos gehen auf die andere Seite, möchte ich so nah wie möglich sozusagen mit meinem Sell-Signal dort dran sein, um dem Risiko, dass er mir einen Spike nach oben macht. Hier kann man das wunderbar sehen. So wenig wie möglich Verlust zu machen. Natürlich warte ich hier auf ein Sell-Signal. Ein Sell-Signal kann sein, dass er, wenn er hier dran gedotzt ist, eine Down-Candle macht und man geht danach rein. Hier sieht man, dass er hier dran gegangen ist. Die Candle hat den Supertrend durchbrochen und ist bis nach da oben geschossen. Ich persönlich gucke mir an über die Minute und die 20 Sekunden, was sich hier tut. Und oft ist es in der Tat so, dass er einfach durch dieses Level durchgeht, um mal bei diesem Level zu bleiben hier letztendlich. Was natürlich unsinnig ist, denn ich habe hier oben die Möglichkeit gehabt, reinzugehen in diesen Markt. Für meine Short-Position ist aber auch wichtig, wo ich rausgehe. Und da ist dieser ATR-Flip natürlich auch ein hervorragender Indikator. Um mal hier zu bleiben, hier sehen Sie das um 11:45 Uhr, also in der voramerikanischen Zeit, hat er hier das Ding kaputt gemacht, ist runter und ist hier ja so mehr oder weniger dran. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Man muss mit den Stellschrauben mal ein bisschen, man muss auch generös sein. Hier ist er zum Beispiel direkt dran gegangen. Hier könnte ich jetzt sagen, ja, hier habe ich wirklich ein perfektes Signal gehabt. Ich sage für mich eben auch, naja, wenn er 3 Ticks weg ist, dann ist die Bedingung auch erfüllt. Ja, auf diese 3 Ticks will ich jetzt nicht unbedingt warten, weil dann geht mir hier eventuell irgendetwas durch die Lappen. Aber ich möchte schon so nah dran wie möglich sein. Der Supertrend plus minus. Hier muss man spätestens raus, aber hier, wie gesagt, wenn man den Markt kennt, wenn man den Dow kennt, und das ist auch das, was ich vorhin erwähnt habe, ich würde hier, auch wenn das ganze Ding nicht zu 100% stimmt, mich wagen, mal long zu gehen, weil dieser im Englischen heißt es Floor im Zinsderivate Trading, also dieser Boden hier, der könnte stark sein. Wenn ich also ein Signal bekomme, dann würde ich mal 3 oder 4 Ticks vielleicht mit einem ganz engen Stop auch da hineingehen. Aber das ist das, weil ich mir den Markt tagtäglich und minutiös mehr oder weniger anschaue. Für jeden Novizentrader würde ich sagen, erstmal einfach nur das machen, was dort steht. Hier in diesem ganzen Gewirr und Sammelsurium war das zwar short, aber er hier unten hat gesagt, nee, ich habe hier einen Boden gebildet, auch wenn er das hier rot hinterlegt hat, ist das für mich erstmal auf den ersten Blick durch diese Visualisierung, die man hier sieht, eine sogenannte No-Trade-Zone, so wie diese grauen Bereiche eine No-Trade-Zone sind. Das sind auch eine, aber trotzdem gucke ich sie mir natürlich an. Denn nicht immer hält er genauso wie hier und setzt da zu 100 oder wie hier zu 100% auf. Es kann auch mal sein, dass man durchgedrückt wird hier durch dieses ganze Ding. Deswegen muss man da schon ein bisschen und ein wenig aufpassen. Ich weiß nicht, Stefan, wie wir zeitlich aussehen. Wenn einer der Teilnehmer vielleicht sich meine Aktie anschauen möchte und einen Vorschlag für eine Aktie hätte, könnten wir uns auch mal eine Aktie anschauen, weil du eingangs ja auch fragtest,
ob das zu Ja, adaptieren ist. Ich sehr hätte gerne. noch ein paar, ich hätte noch eins möchte ich noch ganz, eins möchte ich noch ganz kurz zeigen. Denn dieser 21-8er, also Gold und King 8, wie die Angelsachsen so schön sagen, und der Name muss ja für irgendetwas gut sein, nicht nur, dass man ihn so ausspricht, der hat für mich schon eine ziemlich große Relevanz. Und man sieht das hier, solange er hier drüber handelt, ist der Markt eher auf der, also nicht auf der Short-Seite. Habe ich hier den Dings drin? Ja, ich habe ihn. Ich hatte Ihnen anfangs gesagt, das soll dann so aussehen wie das, was dahinter ist. Ich spare mir jetzt, diese andere Sache damit reinzunehmen. Das ist nämlich genau das Gleiche. Ja, ich habe mir allerdings noch diesen Indikator gebastelt. Das ist ein MACD für den 21-8er, der mir dann letztendlich, im Prinzip spiegelt das hier, ist das der 21-8er? Ja, genau. Im Prinzip spiegelt das mehr oder weniger wider. Ich lasse mir aber über den Dungeon Channel, und den Dungeon Channel, den kennen Sie auch, das ist im Prinzip höhere Hochs und höhere Lows. Das heißt also, und umgekehrt niedrigere Highs und niedrigere Lows. Die kann man sich dann in diesem Dungeon Channel oder in einem High-Low Channel, wird er auch genannt, kann man sich wunderbar anzeigen. Ich habe mir den 21-8er, meinen MACD, in den Dungeon Channel reingebaut, der mir dann sagt, wenn er unterhalb ist, wie hier, unterhalb der Null, ne, dann soll er mir zeigen, wenn er fällt. Denn ich möchte eigentlich auch nur reingehen, wenn sich die Differenz zwischen 21 und 8 ausweitet. Sprich, der 8er schneller fällt, also der fällt ja sowieso schneller als der 21er. Aber durch dieses Rote hier, durch das Ausweiten der Differenz, und das kann man im Dungeon Channel wunderbar darstellen, also die Kombination eines MACDs in einem Dungeon Channel, um zu sagen, Differenz weitet sich. Das heißt also, der Druck ist dann schon da. Und dann ist auch so eine Gegenbewegung hier. Er kam ja hier runter, war hier schon auf der anderen Seite, ist dann hier in den negativen Bereich gegangen, ist dann hier oben dran. Da fühle ich mich hier oben mit diesem Signal. Ich fühle mich da schon ein bisschen sicherer. Das heißt nicht, dass man es nicht handeln muss. Sehen Sie dieses hier. Hier war er zwar hier auf der roten Seite, ist aber dann hier oben angestoßen und hat das Ding schon auf Blau geschossen. Das heißt also, er wuchs nicht mehr. Diese Differenz wuchs nicht mehr. Ganz im Gegenteil. Sie ist dadurch, dass der hier Blau hinterlegt ist, sogar geschrumpft. Aufpassen heißt das für mich. Das heißt nicht, dass ich nicht in diesen Trade hineingehe, aber es ist für mich ein zusätzliches Zeichen, dass man aufpassen muss. Sie sehen das hier bei diesem, da hat er oben angedotzt, die Differenz wuchs und er ist relativ schnell runter. Hier hat er aber eine Weile meandert und gebraucht, bis er sich dann schlussendlich doch entschieden hat, runterzugehen. Also Vorsicht, wie gesagt, immer mal lieber zweimal gucken, bevor ich würde hier weiterhin in den Short gehen, natürlich, aber schon ein bisschen aufpassen. Hier hat er dann auf Rot geschaltet, sprich der Däumchen nach unten, hat angezeigt, es geht weiter. Theoretisch hätte man auch hier hineingehen können, in diese Candle. Ab dann ging es dann auch im Verbund mit diesem hier, ging es runter. Den habe ich mir noch zusätzlich gebastelt. Für mich ist das ein wunderbarer Indikator. Man kann das auch hier sehen. Er fängt an zu wachsen hier, der Grüne. Und wenn dann irgendwo hier hier nicht, hier ist er noch unterhalb, wobei ich Ihnen gesagt habe, ja, wenn einen das Fell juckt, kann man hier natürlich auch entsprechend im grauen Bereich und wenn er hier dran geht, long gehen. Aber mein Einstiegssignal wäre in der Tat hier in dem Bereich gewesen. Da war der allerdings auf der anderen Seite und trotzdem ist der Long noch intakt. Für mich, wie gesagt, ist das nur eine kleine Alarmglocke. Es ist jetzt kein großer Entscheider oder es ist eigentlich überhaupt gar kein Entscheider. Es ist einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme, ja, wo ich weiß, wenn sich die Differenzen zwischen den Moving Averages ausweiten, und das wird mir eben hier angezeigt im roten Bereich oder hier im grünen, dieser etwas bräunliche und der cyanfarbene, das heißt eben, er ist nicht dort, also er weitet sich nicht im Long und er weitet sich eben auch nicht im Short, sondern ganz im Gegenteil, hier passiert was anderes. Hier hat man ein wunderbares Beispiel in des Supertrends, wo ich Ihnen gesagt habe, hier ist er oben. Und er ist oben und diese Differenz des 21-8er ist sogar auf der anderen Seite. Ne? Der wächst nicht mehr, sondern er schrumpft sogar, was mir auch Schwäche anzeigt. Im Prinzip ist das wie eine Divergenz eben auch im MACD. Nur
Für mich komme ich mit dem 2612-9er MACD nicht so zurecht. Das ist ein Standard-MACD, der irgendwann vor und mit Sicherheit immer noch irgendwo seine Rechtfertigung findet im Trading. Ich habe mich auf diese drei Moving Averages eingeschossen und die sind für mich mehr oder weniger das Maß aller Dinge. Mehr sollten sie auch nicht sein. Es gibt auch diese Guppies, wo sie dann diese fächerförmige Vielzahl von Moving Averages haben. Das führt mir einfach zu unübersichtlich. Ich komme da nicht mehr durcheinander. Ich komme dann durcheinander, wenn da noch zu viele Farben sind. Und ich könnte Ihnen irgendwann, wenn wir sowas nochmal machen, mal ein Bild von früheren Zeiten zeigen. Da war das bunt wie so ein Ostereierkörbchen. Und da bin ich überhaupt nicht mehr durchgekommen mit dem, was ich mir da gebastelt habe. Da war dann die Vielzahl der visuellen Informationen für mich eben auch zu viel. Aber ja, das ist eben mein Guidance Chart. Und innerhalb dieses Konglomerats von Entschuldigung, Indikatoren und Farben bewege ich mich eben. Das soll es zu den 5 Minuten mal gewesen sein. Wie gesagt, wir können gerne mal eine Tesla vielleicht nehmen oder sowas. Einmal. Vielleicht noch mal eine Frage zwischendurch. Ja. Und zwar, die Visualisierung kommt sehr gut an, ja, schon mal als Feedback. Die Frage ist, wir haben hier einen Kunden, der fragt, er ist noch relativ neu bei WH Self Invest. Mit dem Nanotrader ist auch noch die große Unbekannte, aber er findet halt die Visualisierung so toll und würde sehr froh sein, wenn er die irgendwie bekommen könnte. Gibt es da eine Möglichkeit? Mailen Sie mich an. Super. Können Sie das alle sehen? Das Ich sehen wir, ja. habe zwar eine Facebook-Seite, aber ich pflege die nicht und ich habe auch eine LinkedIn-Seite. Ich finde das auch nicht so toll. Hab da mal was draufgestellt. Ich finde es aber nicht so schön. Schreiben Sie mich unter dieser Adresse an. Können Sie gerne tun. Ich antworte Ja, Ihnen Kühn garantiert. Ich bin auch für 64. jedes Feedback Ihrerseits bin ich froh, weil, wie gesagt, mein erstes Webinar und Kritik und Lob, ich nehme alles dankend entgegen. Und ja, wenn Sie es alle haben, kann ich es wegmachen? Denk schon, oder? Ja, ich denke auch. Gut. chkühn64@team-online.de ist die Adresse. Genau. Ich packe sie auch nochmal in den Chat rein, dann haben es auch nochmal alle. Ja, Wollte und Ihnen dann nochmal hätte ich beispielsweise jetzt noch eine letzte Abschlussfrage, die ich noch bringe, und dann kannst du mal schon mal auf Tesla gehen. Und Das ist zwar Tesla. Ja. natürlich die Frage aller Fragen. Es gibt ja vielleicht noch Zuschauerinnen und Zuschauer hier und Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem Webinar, die noch nicht Kunde sind bei WH Self Invest. Soll es ja geben, ja? Dann haben Sie jetzt die Chance, ja? Haben Sie Interesse an einem Neukundenangebot bei Kontoeröffnung? Wir haben da immer was Schickes im Casher. Dann bitte auf Ja klicken und wie gesagt, das Spiel kennen Sie schon. Telefonnummer im Chat bitte angeben. Das wäre super. Ja, dann machen wir die Tesla noch. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das aussieht. Ja, ich auch. Wie gesagt, ich gucke sie mir auch an. Die Hintergrundfarben stimmen mich positiv, auf jeden Fall. Tesla heute beispielsweise war im Sell. Wobei bei den Aktien, es gibt immer bei den Aktien ein Problem, das dürfen Sie nie vergessen. Aktien im Portfolio-Management oder im Swing zu handeln, das ist für mich, also wo Sie längerfristig die Position halten, kommt für mich nicht in Frage. Denn Aktien haben das riesengroße, speziell die amerikanischen Aktien, dass diese Eigenart mit Gaps zu eröffnen. Wenn Sie hier abends mit einem Long rausgehen, sind Sie morgens tot. Ja, und umgekehrt natürlich genauso. Daher für mich nur Daytrading. Ich suche mir innerhalb des Tages meine Aktien aus. Und Tesla ist eine wunderbare Aktie, weil die ganze Aktienmarkt-Hype begann letztendlich durch Tesla. Diese ganzen oder die meisten Trader haben durch Tesla festgestellt, was überhaupt ein Aktienmarkt ist. Aber nimmt man die Tesla jetzt einfach mal heute, dann zeigt die Hintergrundfarbe rot an. Er ist an meinen Supertrend hier oben dran gegangen, was auch für mich dann wieder so ein kleines Indiz dafür ist, dass die ganze Sache mit dem 1,2er funktioniert und hat sich dann erstmal nach unten hin verabschiedet. Ja, dann ging er hier an den 21er dran. Und ich kann Ihnen sagen, wenn ich mir Videos über Aktientrading anschaue, wird viel über den 21er gesprochen. Sehr, 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 sehr viel. Und das sieht man auch. Er geht hier dran und sofort kriegt der Verkäufer. Naja, man kann vielleicht mal gucken, wenn man die Minute oder die 20 Sekunden handelt, dann mal einen kleinen Trade mitzumachen. Aber das ist jetzt nicht sozusagen eine Basis
unseres Webinars hier. Er ist aber dann, als er den ATR-Flip gemacht hat, wieder in den Verkauf gegangen und hat sich schön sozusagen entlang des ATRs geschlängelt. Das hat heute funktioniert. Gestern Eröffnung hier, auch hier wieder mit einem massiven Gap. Hier kam er nicht mehr an meinen, also weder an den 21er noch an den 8er noch hier ran. Er ist einfach nur ins Bodenlose gefallen. Meine Erfahrung über die ganzen Jahre hat mir gesagt, auch wenn das hier einigermaßen funktioniert hat, der ist hier auch an den 21er ran, genauso wie eben an dem heutigen Tag, ist hier drauf, hat hier eine Weile gehalten, sprich also dieser Floor, dieser Boden, der hat gehalten und erst mit dem Bruch, der ging aber relativ schnell, hat er dann keine richtige Seitwärtsbewegung aufgenommen, sondern er war schon unten. Ich sehe das aber nicht unbedingt als ein Riesenproblem an, denn der Markt hat hier am Abend zuvor auf 716 geschlossen. Ich weiß dann nicht, warum ich hier auf der 682, nachdem ich hier nicht reingekommen bin in den Markt. Das ist meine persönliche Erfahrung. Im Übrigen hat er hier, ist er hier dran gestoßen, hier, und hat immerhin von der 85 runter auf die, naja, 78, das sind 7 Dollar, die er gemacht hat. Also man kann da schon drauf gucken. Das Ding hält schon ganz gut. Hier würde ich mich persönlich als Trader fragen, warum soll ich hier reingehen? Ich habe den Trade verpasst, ich habe diesen Trade verpasst. Soll ich hier jetzt nochmal sozusagen alles reinschmeißen? Aber zumindest ist er, als der hier rot war, nicht mit einer Gewalt nach oben ausgebrochen, sondern er hat den Flip hier gemacht und zwar, ich mach's mal ein wenig größer. Das war eine 681,40 auf die 683. Na gut, es sind zwei Dollar, aber die hat er gebraucht, um zu brechen. Wenn man jetzt sagt, man wäre hier in der Gegend reingegangen, muss man sagen, okay, hier käme man mehr oder weniger, fast käme, alles im Konjunktiv, plus minus null raus. Und hier hinten dann, um die Zeit handle ich persönlich nicht mehr, weil sie kriegen dann einfach keine gescheiten Ergebnisse mehr. Sie kriegen auch deshalb keine gescheiten Ergebnisse mehr, weil die Schwankungsbreiten so gering sind, dass diese Average True Range niedriger ist als hier vorne. Hier vorne waren die Candles wesentlich länger und damit bekommt eine 1,2er, also 1,2 ATR, haben natürlich eine absolut ganz andere Zahl als eine 1,2 ATR hier. Und damit schlagen diese ATR-Flips viel, viel, viel früher zu, weil die Differenz zwischen High minus Low zu hier natürlich wesentlich geringer ist als hier in so einem Fall. Da sagt mir dann eben die Erfahrung, lass da einfach die Finger raus. Es macht keinen Sinn. Mhm. Was war das für ein Tag? Am 12. hat er eröffnet, ist hier dran, ist sogar runtergegangen und hat sich dann auf die andere Seite geschleppt und hat geschleppt, hat sich auf die andere Seite geschlagen, Entschuldigung, und hat sich schön an dem Supertrend eben auch entlang gehangelt. Bis er dann hier sogar auf die, mit der Hintergrundfarbe grün, den Long schlussendlich bestätigt hat. Grün ist auch hier nie gebrochen worden, er hat nie geflippt, also hätte man hier, wenn man hier long gegangen wäre, hätte man das Ding schön mitnehmen können bis hier hoch. Aber auch wie vorhin im Dow Jones, er macht das dann, setzt sich hier mit dem ATR, mit dem Supertrend drüber und dann tut er sich schwer, darüber zu gehen. Was für mich, ich habe es jetzt zweimal schon gesagt, ein Indiz dafür ist, dass der Markt A mit diesem Supertrend rechnet und wahrscheinlich auch die Algos mit diesem Supertrend rechnen. Ja? Hier hat es nicht mehr ganz bis runter geschafft, so weiter. Hier unten, hier müsste man dann eben schauen, hätte er über die Minute, über die 20 Sekunden ein Kaufsignal gegeben, ja oder nein. Aber auch hier hat er erstmal dem Ganzen ein Dach aufgesetzt. Hier ging erstmal nichts. Er muss den erst brechen, er braucht erst die Wucht und dann, klar, ist er in den letzten Börsenminuten dann hier hochgelaufen. Aber ich denke, wenn man Aktien handelt, sollte man sich in dem Bereich der ersten 2 Stunden, 2,5 Stunden des Marktes bewegen und dann ist gut. Denn hier hinten, das war der Vortag, das Gleiche. Sie sehen, wie oft der flippt. Liegt einfach daran, dass die Schwankungen auslaufen und eine 1,2 ATR nicht mehr die Vehemenz oder die Größe hat, wie zum Beispiel hier. Wobei das generell, muss man sagen, kein einfacher Tag gewesen ist. Ja.
Hier hat er mal mit allem Rot ein schönes Sell-Signal gegeben. Auch noch sozusagen in dem Zeitrahmen, den ich gerade angesprochen hatte. Und das wäre einer gewesen. Allerdings hier, der Long hier, der ist durchgerauscht. Frage eben, hat die Minute hier ein Long gezeigt? Oder hat sie das nicht gemacht? Weil dann bleibt man eben auch draußen, dann ist es egal, dann rauschen sie mit der Minute, die im Verkauf. Mein System in den unteren, Zeiteinheiten ist genau so aufgebaut. Das muss ich noch vorweg sagen. Vielleicht, Stefan, wenn wir irgendwann mal eine fortfolgende machen wir Präsentation machen, können wir da nochmal drauf eingehen. Das ist genau so mit den Moving Averages und mit den Supertrends aufgebaut. Ich habe nur die Supertrends ein bisschen anders von ihrer absoluten ATR-Zahl strukturiert. Aber mein Konglomerat von Indikatoren ist in den untergeordneten Zeiteinheiten ganz genauso. Das heißt also, wenn der mir hier keinen Kauf gegeben hätte, auf die Minute oder auf die 20 Sekunden, weil der Supertrend, der kurze, hier durchzischt. Ich kann ja mal einmal, um Sie ein bisschen zu verwirren. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo es war. Die Minute machen. Ne? Ich glaube, hier war es gewesen. Ne? Der war das. Ne? Ja, der hat nie sozusagen, ich glaube, der war es gewesen. Ich hoffe, ich erzähle Ihnen jetzt nichts Falsches. Hier hat er zum Beispiel ein wunderbares Kaufsignal auf der Minutenbasis gebraucht. Wenn jetzt die 5 Minuten auch einen Kauf gehabt hätten, dann wäre das ein schöner Trade gewesen. Der andere, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, das war, glaube ich, der in den 5 Minuten. Da hat er dann sich auf der also da hat er die 5 Minuten haben gehalten und er hat auf die Minute dann hier wunderbares Sell-Signale gegeben. Und wir gehen aber wieder zurück auf die 5. Um mich komplett zu verwirren. Aber das ist sozusagen ja das Ergebnis meiner Analysen über die letzten 4, 5 Jahre und in Verbund mit dem Nanotrader glaube ich, also ich fühle mich damit wohl. Die Visualisierung hilft mir eben auch sofort zu sagen können, ich bin im Long oder ich bin im Short, ohne groß auf den Chart oder im Chart im Detail eingehen zu müssen. Und ich kann auch sagen, was die letzten 3 oder 4 oder 5 Stunden oder der im Vortag passiert ist, einfach nur um drauf zu schauen, um dann zu sagen, ja, wir befinden uns weiterhin im Long, weiterhin im Short, der Markt hat gedreht oder ja, wo immer wir uns da auch gerade befinden. Und ja, super. Also einzeln, das vielleicht noch als Abschlusswort, sollte man das nicht sehen, immer im Verbund mit den anderen Indikatoren. Ich habe, wie gesagt, auf 20-Sekunden-Basis habe ich noch 2 andere Indikatoren, die mir sehr, 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 sehr helfen. Aber das sprengt auch zeitlich die Dimension jetzt ein bisschen. Und wir können das gerne irgendwann anders mal weiterführen. Und das wäre es jetzt von meiner Seite. Ich glaube, Stefan, oder? Super, nee, also perfekt. Vielen, vielen Dank für diese wunderbare Erklärung auch. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Also kann ich nur ein großes Lob geben. Für die Premiere voll gelungen. Und ja, vielleicht schreiben Sie auch noch mal kurz rein, wie Sie es fanden. Dann kann ich das dem Christian noch mal durchreichen. Den ersten Kommentar habe ich hier schon. Super System. Ich werde mich bei Christian Kühn melden. Siehst du. Dankeschön. Also, kommt super an. Und wie gesagt, ich fand, hast du auch ganz hervorragend gemacht. Und auch, ja, die Visualisierung gefällt mir auch sehr. Muss ich sagen, das zeigt mir mal wieder, was der Nanotrader doch für ein tolles Werkzeug ist und was man damit alles machen kann, fasziniert mich selber ja immer wieder. Aber es ist auch, und vor allen Dingen, das ist ja auch das Schöne, wenn so ein Tool dann jahrelang draußen ist und auch von vielen Usern genutzt wird, dann sieht man erstmal, was für Ideen auch andere Menschen damit haben und was sie damit umsetzen. Und das finde ich immer so spannend. Ja, also insofern toll. Ja, lerne ich ja auch immer wieder was dazu bei diesem. Ja. Sicherlich. Ich möchte keinem Trader absprechen, der mit anderen Indikatoren rechnet, dass er ein schlechter Trader ist oder irgendwie was. Jedem das Seine. Letztendlich genau. Ich bin nur mit den anderen Indikatoren, Oszillatoren und wie auch immer, nicht zurechtgekommen in meinem ganzen Trading. Und daher kam dann eben der Entschluss, es darüber zu probieren.
Der Supertrend wird nicht so häufig benutzt. Ich merke das auch, wenn ich auf YouTube mir Videos anschaue und Ja. oben als Suchwort Supertrend oder sogar ATR Flip eingebe, dass da Ja. nicht so besonders viel kommt. Ich glaube, er wird unterschätzt, was aber auch ganz gut ist, weil es ein bisschen eine Nische gibt. Möglicherweise, ich sage das jetzt einfach mal so im festen Glauben daran, dass das so sein könnte. Und das ist schon eine Unterstützung oder mehr als eine Unterstützung. Nur bin ich davon überzeugt, man sieht es, wenn Sie sich irgendwann mal die 1 Minute oder die 20 Sekunden und die Reagibilität des Supertrends anschauen, bin ich mir zu 100% sicher, dass da Algos drin sind, die sofort, wenn der Flip kommt, hineingehen. Mit der Geschwindigkeit, mit der das auch geht und mit der, wie sagt man, Akkuratheit des Ganzen, wenn er denn dreht, wie schnell er dann in die andere Richtung geht, glaube ich schon, dass da viele Maschinen einfach drin sitzen. Und dementsprechend so zu handeln wie die Maschinen, die gleichen ähnlichen Indikatoren zu haben wie die Maschinen, die verdammt schnell sind und die auch, glaube ich, vom Volumen her dominieren, anders als die Trader, die, und das mache ich auch. Ich war nie ein Freund eines Robos gewesen, weil ich immer gesagt habe, ich möchte da selbst noch draufdrücken auf den Knopf, auf die ganze Geschichte. Aber sozusagen mit denen zu handeln, gibt mir eben auch Sicherheit, dass ich vermeintlich oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf der richtigen Seite bin. Die super. Also vielen, vielen Dank. Und Gerne. ja, war eine tolle Veranstaltung. Hier kommt auch noch mal prima Webinar. Vielen Dank, super, vielen Dank, Dankeschön, vielen Dank. War ein interessanter Vortrag, super Anleitung für die Zukunft. Na bitte. Und das werden wir auch noch mal vertiefen. Also es wird mit Sicherheit noch mal ein weiteres Webinar mit dir geben. Das kann ich auch schon mal ankündigen. Dankeschön. Dann kannst du auch noch mal auf die Feinheiten in den unteren Zeiteinheiten, was du da auch als Trigger benutzt, dann auf jeden Fall eingehen. Da freuen wir uns dann auch alle Da wird drauf. es ja erst richtig spannend. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Stefan, vielen Dank fürs Moderieren. Und Sehr gerne. über Ihr Feedback freue ich mich sehr. Das ist ja sozusagen meine Passion. Ja, insofern, apropos Passion, wir haben natürlich auch noch einiges an Webinaren auf der Pfanne für den August. Ist ja immer so eine Sache, weil es ist halt der beliebte Urlaubsmonat. Es kann auch schönes Wetter draußen sein. Ist halt immer die Frage, kommen denn auch genügend Leute, um zu gucken? Oder wie sieht es überhaupt aus mit der Teilnehmerzahl? Heute war es perfekt, ja, für den August. Also auch das ist schon mal ein Lob, dass wir hier eine sehr gute Teilnehmerzahl hatten. Insofern geht es am Freitag weiter um 17 Uhr. Marco Sgabel ist dann wieder am Start und wird den Blick auf die Börse, den wöchentlichen Blick auf die Börse, das hat ja schon Tradition, wagen und da ein wenig auf seine Trades und auf seine Trade-Gelegenheiten hinweisen, wo er vielleicht auch am Lauern ist oder wo er sagt, da könnte sich was tun im Laufe der nächsten Woche. Das ist also mal ganz spannend, dem mal zu folgen. Dann Kurzfristtrading, die drei Top-Handelstechniken eines Profi-Traders. Auch hier haben wir dann einen Gast am nächsten Dienstag wieder zur selben Stelle. 17:30 René Wolfram ist ja einer derjenigen, die bei der Future Trading, bei diesem Robins Trading Cup mitgemacht haben und dort einer der ersten Deutschen waren, die immerhin Platz 3 belegt haben. Das war 2013. Da kamen die Deutschen bei der Trading WM an. Die sind ja dieses Jahr auch wieder sehr, sehr gut im Rennen dort. Dann haben wir den Trader Thomas Hartmann. Der wird ein DAX Future Trading vorstellen für Vielbeschäftigte. Und das macht er dann auch im Laufe praktisch der spannenden Markteröffnungsphase in Deutschland. Also der DAX wird ja um 9 Uhr mal so ein bisschen spannend. Also 8:45 bis 10 Uhr geht es wirklich an den Live-Chart. Es wird hoffentlich auch live gehandelt, schauen wir mal. Aber Sie können ihm halt ein bisschen über die Schultern schauen. Das ist am Donnerstag, den 26. August. Also Sie sehen, viel los wieder bei WH Self Invest. Dankeschön, dass Sie wieder dabei waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke, lieber Christian, dass du dir die Zeit genommen hast und das so schön erklärt hast. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Also insofern bleiben Sie schön gesund vor allen Dingen. Alles Gute, natürlich noch gute Trades, gute Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Schönen Abend. ciao. Ja, tschüss.